da sind sie in der Allianz Arena angekommen, der Karlsruher SC. Heute gegen, ja, man muss bald sagen, einer absoluten qualitativen Gruppe hier oder Truppe, nämlich die Bayern. Mal gucken, wie wir uns heute schlagen können. Zuletzt haben wir alle drei Spiele, die wir eben in München gespielt haben, verloren. Man konnte noch nie hier Punkte mitschleppen. Mal schauen, wie wir uns heute durchsetzen. Oh, Maicon foul schon mal gleich hier. Oh, ich bin Boy Bui, der heute sein 100. Ligaspiel hat. Wurde gerade noch mir rangereicht als Information. Schöne Hereingabe, aber da ist Manuel Neuer, ganz klar. Dann hat er sicher 5 Minuten gespielt. Wir müssen natürlich hoffen, dass wir uns gegen so eine Truppe hier mit Konter durchsetzen können. Und vor allem die ganze Mannschaft muss heute in die Defensive arbeiten, muss nach hinten mitgehen. Riese jetzt hier, Fair Ribéry den Ball geklaut, der noch mit innerhalb von der Partie ist. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier bringen können. Da kommt Robben auf der unteren Seite. Foul von Paul Merelis jetzt hier wieder an Moisin Bui. Der kann es gar nicht glauben. Wird er heute hier ins Fadenkreuz genommen, der Münchner. Sieht ganz danach aus. Pogba, weiter Ball. Das ist Moisin Bui. Ah, schade, schade. Das ist Petrov. Kommt nochmal ran. Kriegt den Ball aber nicht richtig drin. Das ist Patrice Evra, der Franzose. Schon mittlerweile 35 Jahre alt, aber immer noch einer der besten, ja, Linksverteidiger, den die Welt gesehen hat. La Soca. Jetzt Müller und Robben. Müller, Außenspieler, der kann vor lauter Marktwert gar nicht laufen. Der ist ja unglaublich, 50 Millionen wert, der Junge, hier in unserem FM12 Let's Play. Aber bis jetzt noch ein bisschen blass. 16 Minuten sind gespielt, wir liegen noch nicht hinten, das ist vorteilhaft. Riese. Sehr schönes Dribbling gegen Evra. Ganz stark gemacht von ihm. Spielt er nochmal zurück. Pogba versucht jetzt hier Maija direkt anzuspielen, aber das vertongen. Und nochmal erobert sich den Ball. Pogba gegen Müller. Sehr schön. Maija. Modibo Maija wird gefoult. Das gibt jetzt einen Freistoß. Und das ist eine richtig gute Position für unseren zuletzt sehr souveränen Junuzovic, den Österreicher. Schauen wir doch mal, was er heute machen kann. Junuzovic, Schuss. Ach, schade. Reicht nicht ganz. Der ging ein Stückchen drüber. Pässe führen wir aktuell, 89% gegen 79, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig stark. Bengue weit mit nach vorne aufgerückt, damit er früh stören kann, Robben. Schön aufgepasst, Müller, das ist wieder Junuzovic und Patrice Evra. Riese, Paul Merelis. Ball abgelenkt von Riese, ganz stark, arbeitet sehr schön mit in der Defensive. Und Lasaka nochmal zurück auf Maija, Lasaka, unten läuft sich auch schon Bui wieder frei, hat ziemlich viel Platz, Lasaka. Junuzovic, Junuzovic, unten ist auch noch Bui. Junuzovic probiert alleine, Tor, 1:0 Führung auswärts in München. 26. Minute, eieiei, er knüpft dort an, wo er zuletzt aufgehört hat. Zlatko Junuzovic mit der frühen Führung, natürlich läuft jetzt hier keine Musik in der Allianz Arena. Das ist ja ganz verständlich, dass die Münchner das nicht feiern. Stark, starke Aktion von ihm. Die Münchner so in den letzten Spielzeiten etwas unglücklich gelaufen bei ihm, ne? Trotz Millionentransfers, trotz starker Spielereinkäufe. Den Titel konnten sie nicht verbuchen. Zuletzt Leverkusen Meister geworden und gibt jetzt nach dem 11. Spieltag auch noch immer noch auf Platz 1. Vielleicht können wir ja heute hier Punkte entführen aus München. Das wäre natürlich schon, jeder Punktgewinn ist hier gefühlte 10 Punkte wert. Gegen so einen Gegner mit einer Mannschaftsstärke von 950. Gegen unsere Mannen hier, die noch nicht mal auf 840 kommen oder selten. Nur in einem absoluten Formhoch. Pogba. Riese. Und Evra. Die Champions League konnten die zuletzt gewinnen. Das stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Also doch nicht ganz so erfolglos, wie man zu meinen glaubt, wenn der Meistertitel ausbleibt. Sudic hier. Starke Balleroberung. Gut gemacht. Und Maija. Jetzt müssen wir schnell einen Konter zurechtkriegen. Lasoka spielt nochmal auf Nummer sicher. Hauptsache Ballbesitz behaupten. Pogba hier sehr schön wieder gegen Pogba. Gegen Müller, nicht gegen sich selber. Und Lasoka nochmal zurück auf Maija. Ja, sehr gut gemacht. Wir behalten den Ball, behaupten ihn. Und erneut auf Lasoka. Junuzovic. Runter auf Uysin Bui. Wie gesagt, sein 100. Ligaspiel aktuell. Uysin Bui gegen Maicon. Aber da, ja, ist ein kleiner Qualitätsunterschied. Knüpft ihm da den Ball ganz sicher ab. Robben, Ayan Robben. Und da kommt Sudic gegen Robben. Stark gemacht. Das ist Applaus wert, absolut. Schöne Aktion unseres Innenverteidigers. Riese. Riese, Marcel Riese, aber reicht nicht ganz. Wird sofort gedeckt da vom Patrice Evra hier im Bild. Zur Halbzeitpause wäre eine Führung doch schon richtig Gold wert. Gucken wir doch mal. Petrov. Pogba.
Nochmal nach vorne gespielt. Vorteil laufen lassen. Maija nochmal auf Lasogga. Lasogga schießt, aber Neuer diesmal. Hat er ihn. Sehr starke Vorstellung unserer Karlsruher Mannen, muss man dazu sagen. Applaus wert. Allemal gute Vorstellung. Thiago Silva jetzt hier und Müller wieder. Und Riese knüpft den Ball ab. Ah, gibt Foul. Taktisch wahrscheinlich. Vielleicht noch eine gelbe Karte. Nee, kommt ohne Strafe davon. Sehr schön. Paul Morelis, langer Ball. Die Bayern noch bisher ohne Tormöglichkeit, ohne Torchance. Unsere Defensive funktioniert heute einwandfrei. Hat sich die Kritik der letzten Wochen wirklich zu Herzen genommen. Zuletzt haben wir ja auch schon 4 Gegentore in 2 Spielen bekommen im DFB-Pokal, sowie auch am 11. Spieltag gegen Wolfsburg. Sehr schön, wie gesagt, hier keine Chance für die Bayern bisher. So kann es meiner Meinung nach weitergehen. Da will ich gar nicht viel verändern. Darf die Jungs einfach nur loben, obwohl sie eine durchschnittliche Bewertung haben. Trotzdem sehe ich hier ein richtig, richtig gutes Spiel von uns. Dass wir da 45 Minuten ohne die Bayern ohne Torchance lassen, das ist schon souverän. Aber die brauchen ja nicht viele, das ist das Problem. Die brauchen ja nicht viele. Eine Chance und schon ist meistens der Ball drin. Okay, weiter verändern möchte ich eigentlich gar nichts. Lass sie erstmal so laufen, würde ich sagen. Wolscheid eventuell nochmal ersetzen durch Bell. Mosch vielleicht nochmal einen Einsatz gönnen. Stilic, Kliche, Bell und Chan. Alle sitzen sie da bereit und wollen reinkommen. Gucken wir mal, was wir noch erzielen. Aber aktuell ist Junuzovic einfach so stark, dass ich Chan da nicht vorbeischieben kann an ihm. Ist nun leider so mal. Nun so, ne? Leider so mal. So, leider. So, okay. Da haben wir Ribéry gegen Petrov. Petrov faul. Uiuiui, jetzt muss er aufpassen. Das kann auch mal schnell in der gelben Karte enden. Freistoß jetzt hier von Ribéry. Aber das sind ja fast 40 Meter. Also, das wird ja nix. Das wird ja nix. Langer Ball. Ah, der Ball geht raus. Sehr schön. Münchner, das wird vielleicht als Torschuss gewertet. Haben aber mehr Ballbesitz. Was gibt denn das jetzt hier? Foul von Ribéry. Handspiel oder wie? Ja, anscheinend. Ja, so wie es aussieht, ja. Ist ihm der Ball da hingesprungen. Ja, bisschen blöd gelaufen für ihn, würde ich sagen. Aber das Handspiel haben wir ja schon letzte gehabt. Auch in der Champions League von Borussia Dortmund. Ihr habt es gesehen. Junuzovic! Junuzovic! Wow! Richtig gute Chance. Er hat sich vorbeigedreht, der Ball, leider. Er sah auch gefährlicher aus, wie er letztlich war. Aber richtig schön, dass er da abzieht. Dass er es einfach mal probiert, weil er hat ja einen richtig guten Schuss. Er kann ja auch den Ball so ein bisschen reinschlänzen, wie sich das gehört. Ein bisschen FE geben. Das ist stark. Sulic gegen Müller. Dribbling. Müller ist durch. Da ist Gomez jetzt im 16-Meter-Raum. Ausgleich. Ich sag doch, die brauchen nicht viele Möglichkeiten. Wir brauchen nicht viel. Da sah er diesmal nicht so gut aus. Der Sulic gegen Thomas Müller. Eieiei, eine Drehung, Thomas Müller ist durch. Der Pass kommt natürlich dann sofort in die Spitze, ganz souverän. Ärgerlich. Aber ich hab's gesagt, die brauchen nicht viele Möglichkeiten. Die Münchner. Robben jetzt auf rechts. Da muss Sulic wieder ran und wird wieder abgedrängt. Da ist Gomez schon wieder. Diesmal können sie sich befreien. Sulic schwächelt. Sulic muss raus an der Stelle. Das sah nicht gut aus von ihm. Wo haben wir ihn? Eine 4. Schnell Stefan Bell einwechseln, dass der noch ein bisschen fitter ist. Und vielleicht, dass wir da mehr Souveränität reinkriegen. Richtig, richtig gefährlich. Bitter eigentlich. Ein Stürmer würde ich vielleicht sogar noch rausnehmen, dass wir nicht so viele Stürmer haben. Mache ich auch. Ich nehme Maija raus und bring Emre Can beide in die Zentrale, so, beide Junuzovic bleibt noch ein bisschen weiter oben, bleibt als OM drin. Taktik ist klar, alles klar. Sturmtank jetzt Lasogga, gucken wir mal und weiter geht's. 60 Minuten sind rum, liebe Leute. Es steht 1-1, klar. Ja, gegen die Münchner kannst du auch so eine 1-0-Führung nicht ewig halten. Aber jetzt vielleicht nochmal Maija. Maija, schade, wird da abgedrängt. Ah, da wäre mehr drin gewesen. Ein bisschen mehr durchsetzen hätte er sich dort müssen. Schade, und Bui. Jetzt gegen Müller. Jetzt müsst ihr stören. Sehr schön gemacht. Ball abgedrängt. Und Junuzovic auf Lasogga. Uysin Bui auf der rechten Seite gegen Maicon. Diesmal macht das gut, aber hat auch wieder den Fuß zwischendrin. Und der Ball wird abgelenkt. Jetzt nochmal vielleicht. Lasogga. Auf Maija. Unten steht auch noch Riese bereit. Den könnt ihr auch mal anspielen.
kommt mir viel zu wenig ins Spiel. Junuzovic, auf Las Maija. Schade, 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 schade. Außerdem war es Lasoga, nicht Junuzovic. 67 Minuten. Können wir hier einen Punkt mitnehmen? Das wäre echt schon Gold wert. Also in München einen Punkt zu klauen, das wäre schon stark. Es gibt erstmal die Einwechslungen von unserer Seite aus. Nach 69 Minuten endlich. Schon vor 10 Minuten haben wir sie veranlasst, aber so ist es nochmal. Hier kommt der Emre Can im Zentralen, dass wir einfach ein bisschen Übergewicht haben im Mittelfeld. Früher stören können, früher die Bälle klauen können. Wollscheid. Bleibt Kopfballsieger. Pogba. Pogba nochmal, jetzt hier auf Can. Emre Can. Der Drehung zu langsam, der Durchführung zu kläglich. Mario Gomez gegen Wollscheid. Mario Gomez ist durch, setzt sich da durch. Ja, Vorsicht, Thomas Müller nochmal auf Mario Gomez. Mario Gomez, er schießt vorbei, Gott sei Dank. Also, so frei darf der am 16-Meter-Raum nicht zum Abschluss kommen. Das geht dann meistens bitter aus. Aidewitzka, also, weiter geht's. Im Programm, da haben wir Can. Lasoga nochmal rüber. Jetzt ist Riese mal im Ball. Besitz. Riese spielt nochmal in die Mitte. Auf Lasoga. Rüber wieder zu Riese. Der wollte jetzt schön reinspielen. Aber Evra lenkt den Ball dort ab. Die Flanke kommt somit nicht an. Und ist vertändelt. Müller. Junuzovic. Bleibt Sieger. Ganz stark. Auch nach wie vor wieder immer noch gut. Wie gesagt, er knüpft dort an, wo er jetzt aufgehört hat. Macht bärenstarke Spiele zurzeit. Lasoga. Mal ein Schussversuch. Aber das reicht nicht ganz. Wir wechseln noch einmal aus, würde ich sagen. Wer ist müde? Junuzovic ist langsam müde. Aber auch Uysin Bui wirkt angeschlagen. Holen wir doch mal Stilic rein an der Stelle. Ja, das passt. In der Defensive möchte ich eigentlich nicht so viel mehr verändern. Auch wenn ein Kliche zuletzt richtig stark war, bin ich der Meinung, dass so ein Gegner wie die Bayern, da kommt es dann schon auf die Stärken an. So, Shaqiri kommt jetzt noch für Müller. Muss man ja dazu sagen, das war ein vom FM12 generierter Transfer. Der war nicht mal vorgesehen. Robben jetzt gegen Bengue. Nein, weiter Ball. Gomez. Da muss jetzt Wollscheid ran. Wollscheid. Gomez setzt sich durch. Und hat da nochmal hier mit der Bogenlaterne da. Gibt nochmal Eckball für die Münchner. Also, riesengroße Möglichkeit hier für die Münchner an der Stelle. Gomez konnte sich da durchsetzen. Nochmal im 16-Meter-Raum und Tata rettet den Tag. Bis jetzt. 82. Minute. Noch ist nicht alles gegessen. Robben, Hereingabe. Was gibt's denn jetzt? Gibt es Diskussionen hier zwischen. Was ist das denn hier? Can? Ist das nicht Can? Das müsste Can gewesen sein, ja. Mit Ribéry. Die geben sich hier richtig die Klinke in die Hand. Also die fighten hier ohne Ende. Was da? Ah, so. Wurde abgepfiffen, die Chance, oder wie? Eieiei. Weiß der Geier, was da passiert ist? Wer kommt da denn jetzt noch? Markus Seidel? Wenn mich nicht alles täuscht, liebe Leute, ist das ein Torwart. Das will ich gerade mal gucken, ob das wirklich stimmt. Taktik. Vergleich. Markus Seidel. Nee, ist gar kein Torwart. Ist Stürmer. Aber schlechter Stürmer. Wurde das eingewechselt als Joker für Gomez. Naja, bin ich auch mal gespannt, ob sie mit dem was reißen können. Pogba. Lasoga. Stilic. Und Junuzovic. Schön auf Lasoga. Schön. Schöne Möglichkeit. Er kann sich aber nicht gegen Bartstuber durchsetzen, der jetzt eben nochmal aufgepasst hat. Und jetzt müssen wir noch 2 Minuten durchhalten, um einen Punkt hier zu entführen. In München. Die Wolfsburger gewinnen nämlich wieder. Shaqiri. Serdan Shaqiri. Vorsicht. Seidel. Da ist er. Der Joker. Setzt sich durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein kleines. Ein kleiner Trick. Ein kleiner Übersteiger und schon ist die Innenverteidigung ausgespielt. Eieieiei. Lässt da wirklich knallhart Bell aussteigen. Gefährlich. Pogba. Abschluss. Zu Ende. Wir nehmen mal einen Punkt mit hier aus München. Schöne Sache. Starke Sache. Der eine oder andere Spieler wird sich bestimmt noch ein paar Trikots holen von den Münchnern. Aber ansonsten muss ich sagen, schönes Spiel. 1:1 ist okay. Obwohl wir streckenweise, gerade in der ersten Halbzeit waren wir stärker. Da hätten wir vielleicht den Sack zumachen müssen. Noch mit einem zweiten Tor vielleicht. Aber gut, man soll auch jetzt nicht gierig werden. Oder größenwahnsinnig an der Stelle, würde ich sagen. Ein Punkt in München ist schon Gold wert. Wir gehen in den Nachbericht und gucken mal, was die kommenden Spiele bringen. Was für Gegner vor allem. Bis gleich.